Wir haben ja einen Strohballenbrand. Hier liegen 2.500 große Ballen und 1.000 kleine Ballen, die in Vollbrand stehen. Man ist vorgegangen, dass wir erst eine Riegelstellung gemacht haben zu den benachbarten Gebäuden wegen Funkenflug. Die Gefahr war sehr groß, weil wir einen sehr stark aufkommenden Wind hatten und durch den Wind ziemlich viele Funken durch die Gegend geflogen sind und halt auch auf die Hartbedachung der angrenzenden Stellen. Die Schwierigkeiten bei so einem Brand sind ganz einfach, wir kommen nicht an den Brandherd ran. Ja, wir haben eine gewaltige hohe Hitze mitten im Lager da drin und da kommen wir so schnell nicht dran. Und wir machen jetzt mit Spezialschaum, versuchen wir das einzudämmen, der halt tiefer eindringt und auch da unten diese Hitze dann dementsprechend bekämpfen kann. Das ist ein sehr zeit- und kräfteintensiver Einsatz. Wir hatten mal vor 3 Jahren mal so einen ähnlichen Brand, das hat über 1,5 Tage gedauert. Tier und Mensch überhaupt nicht in Gefahr, also wir hatten die Lage jetzt relativ schnell im Griff. Ne? Und also wir sind mit den Kräften, die hier vor Ort sind, mit den Feuerwehren Brockdorf, Lohne, Südlohne, ausreichend bedient.